Ja, dann düsen wir hier mal so ein bisschen hoch. Ach, wunderbar, wunderbar. So, dann müssen wir das gleiche nochmal hier hinten machen, ne? Müssen wir jetzt wieder hier hoch und dann... Ah, genau, von hier aus müssen wir jetzt... dann hier so ein bisschen rüberspringen. Wow, ich mag das. Ich mag's wirklich, wenn das gut funktioniert. Und es hat jetzt leider nicht gut funktioniert. Ach, shit. Oh, Mann! Da muss man echt vorsichtig sein, wie man da läuft. Ne? Man hat da schnell die Orientierung verloren. Weil man ja denn nicht geradeaus laufen muss, sondern mehr so seitlich. Man muss sich immer quasi der Sicht... Was ist denn das jetzt hier? Man muss sich quasi immer der Sicht anpassen. Wow, war das schon wieder knapp, ey. So. Hier haben wir nochmal so ein Ding zum Gefrieren. Befreien. Schnell vor und zurück bewegen, um zu entkommen. Ey. Ja, los, hauen kaputt. Damit können wir auf alle Fälle das Schild kaputt machen. Komm, weich aus, Kratos. Ey, Kratos, Mensch. Manchmal, der schafft es manchmal nicht, da auszuweichen, ne? Ja, wie jetzt zum Beispiel. Ich bin zwar ausgewichen. Das hat leider nicht viel gebracht. Komm, 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 komm. Ach, Menno. Das gibt's doch nicht hier. Verpiss dich mal, du Fettklops. Stirb, Junge. Stirb. Geht doch. Und du Drecksviech, du gehst auch mal ganz schnell drauf. Mal hier mal so ein paar härtere Schläge. Damit ihr wisst, mit wem ihr es eigentlich zu tun habt hier. Gott sei Dank, jetzt haben wir es endlich. Ich hab echt keine Ahnung, was die... Komm! Finaler Schlag, Junge. Das hätten wir, das hätten wir. Jo, dann gehen wir mal hier hoch. Haben wir hier noch irgendwas Verstecktes vielleicht, was wir so ein bisschen looten können? Ich glaube nicht. Jetzt sind wir wieder hier, genau. Und jetzt können wir dann höchstwahrscheinlich auch diese Plattform aktivieren, weil wir jetzt ja diese Fähigkeit haben, diesen Gefrierbrand-Dings da erzeugt dann, ne? Können wir jetzt da hinten... Genau, die Plattform da hinten müssten wir jetzt aktivieren können. Wunderbar. Ah, ich hab doch in die Richtung gezeigt. Meine Güte. Also die Umsetzung vom PS3 zum PS4-Spiel ist... eigentlich ja schlecht, würde ich sagen. Es passt überhaupt nicht zu der heutigen Zeit, tätig mal behaupten. Die Steuerung ist total ungenau. Schon ein bisschen traurig. Zeus verlangt eine neue Zelle für einen weiteren Gefangenen. Nachdem ich die Richter des Hades gesehen habe, verspüre ich Mitleid mit der armen Seele, die dort gequält werden wird. Möge sie Erlösung finden, lange bevor sich die Kette des Gleichgewichts löst. Daedalus, Tag 4593. So, hier müssten wir eigentlich noch alles voll haben. Brauchen wir nicht.
Mein Sohn! Mein lieblicher Ikarus! Nee, Alter, du täuschst dich. Gut, gut. Du hast den Eissturm. Der Skorpion muss tot sein. Da ist doch. Er ist das Geheimnis des Labyrinths. Um zu entkommen, müssen wir es zusammensetzen. Gut, gut. Du hast schon begonnen. Einige Blöcke sind schon angeordnet. Also, wenn du drinnen bist, benutze das Geschenk des Boreas. Es ist der Antrieb des Labyrinths. Du bist nicht... Aber du... Was hast du mit meinem Kind gemacht? Mein Sohn! Wo ist mein Sohn? Dein Sohn ist tot, Daedalus. Mein Sohn? Mein Kind? Nein! 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 Ich nahm das Geschenk des Hades, das flüssige Feuer und den Eissturm, um die Macht des Labyrinths zu erschaffen. Die Macht erwecken! Die Macht zu erwecken! Die Macht zu zerstören! Der König der Götter hat mich verlassen! Er sagte, wenn ich das Labyrinth baue, sorgt er dafür, dass mein Sohn zurückkommt! Er sagte, wenn ich das flüssige Feuer nehme... Mein Sohn, oh mein Kind! Ja, was passiert jetzt? Jetzt geht's wieder, jetzt kriegen wir hier wieder richtig Gesellschaft oder wieder was? Jetzt müssen wir dafür büßen, was wir hier getan haben. Wo wir denn unsere Pflicht getan haben, ja? Wir haben ja eine Mission zu erfüllen, quasi. Ey, wir haben echt viele Erfahrungspunkte, ne? Die könnten wir echt mal wieder ausgeben. Gorgonenauge. So. Weiß nicht, müssen wir hier hoch? Soll ich mal versuchen, darüber zu springen? Ah, okay. Was muss ich jetzt machen? Muss ich da jetzt hochspringen und den töten, oder wie das? Ah, wir müssen von hier dann hier rüberspringen, okay? Junge, lass dich fallen! Jetzt müssen wir dann nochmal höher, oder was? Fordert schon ein bisschen Übung, vor allen Dingen hier dieses Schwing-Ding. So, das sieht immer komisch aus. Aber es ist teils nicht so einfach, wie ihr alle denken. Hier drinne. Mit einem hübschen Würfel. Das Labyrinth. So, dann täte ich mal sagen, speichern wir mal ganz kurz hier. Dann haben wir ein Problem weniger, falls wir sterben. Obwohl das Spiel, das muss ich jetzt wirklich mal loben, ja, wirklich viele Save Points hat. Ja, wirklich viele Checkpoints. Das finde ich, das muss ich wirklich mal loben. Das haben sie gut gemacht. Also man kann eigentlich gar nicht verkacken, ja. Komm! So, jetzt kommt so ein Fettklops schon wieder hier. Und ich nehme auch noch mit, Junge. Du bist auch schon wieder fast tot. Was bist du denn für ein lächerliches Geschöpf?
Ihr seid alle schwach, ihr seid alle viel zu schwach. Komm, mach ihn kaputt. Oh ne, der ist schon tot, der Typ. Oder einmal geht noch, einmal geht noch. Komm, jetzt hier nochmal ein bisschen Masse wegkriegen. Oh, scheiße, wir hätten jetzt nochmal... Wir hätten den jetzt nochmal bändigen können. Was haben wir jetzt verkackt? Oder können wir nochmal? Ja, wir können nochmal. Wow! Mega brutal hier, mega brutal. Alter, wie viel Punkte wir hier schon gesammelt haben, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt echt mal gleich mal was ausgeben. Ach, wir sind doch noch voll. Komme ich hier runter? Muss ich hier überhaupt hoch? Nö. Gibt's da bestimmt noch was? Ja, da oben muss ich hin. Ich muss irgendwie aber den Würfel erst drehen, habe ich das Gefühl. Und da ist dann die Tür höchstwahrscheinlich, wo wir durchkommen. Vielleicht mal hier hinten so gucken in der Ecke. Hier scheint ein Geheimnis zu sein. Ein Trüchen. Gorgonenauge. Noch eins und wir haben wieder mehr Gesundheit. Wirklich gut. Dann drehen wir mal kurz hier den Würfel. So, jetzt könnten wir da oben zumindest den Hebel betätigen. Und hier hinten hört... Nein! Oh, shit. Komm, komm, komm! Los, mach das Ding auf, beeil dich! Und dann haben wir nochmal eine Truhe, die müssen wir uns natürlich auch noch holen. Komm, 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 Mädel! Phönixfeder! Magie! Also bei Magie sind wir auf alle Fälle mal so ein bisschen voraus, ne? Da haben wir schon mehr gefunden. So, jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Wie kommen wir jetzt da hoch? Da hinten. Aber wie schnell müssen wir denn da sein? Komm! Junge! Komm, komm, komm! Hoch! Oh, Alter! Und jetzt müssen wir zusammenspringen, wenn die dann hier so hängen, ne? Glaube ich. Wenn die so kurz zusammenstehen, dann müssen wir rüberspringen. Genau. So, und dann müssen wir jetzt hier noch irgendwie hochkommen. Komm, 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 komm. So, und jetzt müssen wir dann hier raus. Nicht weiter! Ich habe jetzt schon gedacht, die ziehen mich da so mit rein. Ja, herrlich. Wunderbar geklappt. Gleich mal hier runter. Da kommt doch jetzt bestimmt noch irgendwas. Das war doch noch nicht alles, oder? Okay, das Spiel geht weiter. Wir müssen uns anscheinend durch jeden Würfel irgendwie so ein bisschen kämpfen, ne? Da hinten können wir hochrennen. Das ist schon mal... Hier haben wir irgendwas Komisches, aber zuerst gucken wir mal ganz kurz, was wir hier noch so alles haben. Hier haben wir einen Knopf. Wir sind aber zu leicht. Wir müssen das Ding wahrscheinlich da hochschieben. Also wir müssen es da hochkriegen. Wir müssen... höchstwahrscheinlich die ganze Geschichte hier so ein bisschen drehen. Dass wir hier überhaupt eine Chance haben. So. Ich
ich den jetzt mal hier so hinstelle. Da können wir weiter drehen. Vielleicht können wir da auch wieder zurückdrehen. Ich glaube ja fast, dass wir ein... Warte mal, hier oben. Ist hier oben vielleicht irgendwie... Kratos, Mensch, geh doch mal hier hoch. Also hier kommen wir nicht hoch. Wenn ich den jetzt hier betätige, kann ich es dann wieder nach rechts drehen quasi. Ach, herrlich. Ja, dann hätten wir das, glaube ich, auch schon gelöst hier. Dann können wir das Ding jetzt raufstellen. Dann müsste der betätigt sein. Und da oben geht es auch schon auf. Herrlich. Schwuppdiwupp hier hoch. Und schon sind wir durch. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Nein, weg! Kratos, was habe ich dir denn gesagt? Du musst ab und zu auch mal ausweichen. Ich weiß. Weißt du, hast da keine Lust drauf. Ich komme hier nicht raus. Ich komme da nicht raus. Wenn die beide vor mir stehen, kann ich leider nicht ausweichen. Das ist wirklich kacke. Mensch, lasst mich doch mal in Ruhe. Ich muss mich hier mal um den Kollegen kümmern. Nein, weg, 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 weg. Komm, Kratos, verzieh dich. Ich wollte gleich noch einen Unfall passiert. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Was soll ich machen? Nein! Shit! Soll ich jetzt das Ding betätigen müssen? Kacke! Scheiße! Hat er vielleicht wieder gespeichert? Es könnte sein, dass der Kollege schon wieder gespeichert hat. Müssen wir dann hin? Oh ne, scheiße, wir müssen uns, glaube ich, hier ranhängen. Wie hänge ich mich dann hier ran? Mensch! Wie war denn das an die Harpie ranhängen? Ich glaube, wir nehmen mal. Ich glaube, mit denen hier war das. Aber wie war denn das nochmal? Ich glaube, R1 drücken, oder? Scheiße! Ich kann aber auch, wenn ich liege, nichts mehr machen, ne? Komm, hau den Typ mir mal kaputt jetzt, verdammt! Alter, Kratos, was bist du für eine Memme? So, komm! Junge, ich will doch hier hoch! Ich raff das nicht, ich raff es nicht! Wo muss ich denn da hin, verdammt? Ich kann doch das Ding gar nicht betätigen. Ja, es ist wirklich schon wieder geil, dass da nirgendwo irgendwas steht, ne? Das ist echt schon wieder Gold wert. Oder ich muss im richtigen Moment dann hochfliegen. Hochspringen. Wahrscheinlich im richtigen Moment dann hochspringen. Könnte auch sein. Los! Geh weg! Oh, Mensch! Nee, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Ich muss mich irgendwie an den Viech ranhängen. Aber wie war das? Wie konnte ich mich an die Viecher ranhängen? Wie war denn das? Wie konnte ich mich daran hängen? Mit den Dingen hier war das doch.
Oh ja, jetzt. Oh nein! Hä? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Kein Plan, also. Kann ich hier irgendwie auf das Viech rauf? Oder? Ich glaube, ich muss mich da so ein bisschen ranhängen an die Harpie. Aber leider Gottes wird ja keine Kombination mehr. Nein! Es wird ja leider keine Kombination mehr eingeblendet, ne? Das ist das Problem. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das überhaupt funktioniert. Wirklich ein sehr großer Nachteil. Vielleicht kann ich hier nochmal irgendwie schauen, aber ich glaube nicht, dass hier nochmal irgendwas stand. Das ist das Geile an dem Spiel. Man kann nicht gucken, wie die ganzen Tastenkombinationen waren. Das ist wirklich das Geilste überhaupt an dem Spiel. Und dass man so gefangen ist. Das ist noch geiler. Dass man da nicht weg kann. Ja, es regt mich schon wieder so ein bisschen auf hier. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Müll hier überhaupt noch spiele, weil das ist echt Wahnsinn, Alter. Die haben es nicht geschafft. Die haben es nicht geschafft, in dem Spiel einfach ein paar Hinweise einzubauen. Oder dass man, wenn man ein paar Mal gestorben ist, einfach mal sagt, okay, was man machen soll. Das haben sie nicht geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit der Harpie dann nochmal hochfliegen konnte. Ich glaube zwar zu wissen, welche Tastenkombi das war, aber es war nicht Tastenkombi. So, jetzt muss es kommen. Mann, Alter! Geh weg! Nein, es ist nicht wahr. Es ist wirklich nicht wahr. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das auch so zielen dann? Dass ich so mit dem Bogen auf die zielen muss und dann irgendwie, keine Ahnung, wie er eins drücken muss oder so? War es vielleicht so? Mensch, Alter, ich kann hier aber auch nicht ausweichen, ne? Spring hoch! Ey, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Meiner Meinung nach hier echt totaler Schrott. Hat was mit der Harpie zu tun, aber wie war denn das bei der Harpie da? Wie war denn das auf die scheiß Harpie rauffliegen, Alter? Wie war denn der Schrott? Was war denn das für ein Kack? Wie war denn die scheiß Tastenkombination dafür? Das kann doch nicht wahr sein. Boah, Junge, springst du mal hoch, Alter, du räudiger Depp. Ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
Weiß nicht, wie man da hochkommt. Ich habe jetzt mittlerweile eigentlich alle Dinger hier ausprobiert. Ey, und immer diese Scheißfähigkeit hier, ne? Aber warte mal, der hat doch gerade beim Springen so rot angezeigt. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Wollte ich dir mir nur mal anzeigen, wie das, wie die Tastenkombi war, ne? Aber das macht er ja nicht. Los, schnappen! Alter, warum schnappt sich dieser Hurensohn, ja? Warum schnappt er sich die HP nicht? Ich kotze das echt so an, mich kotzt es so an, Leute, echt. Ist es zu schwer verlangt, einfach mal hinzuschreiben, welche Tastenkombi das nochmal war oder wie? Ist doch wirklich nicht wahr hier. Echt so ein schlechtes Mistspiel, ne? Und dafür gibt man 60 Euro aus, echt. 60 Euro für so ein Spiel, wo die Entwickler nichts verändert haben. Nichts. Rein gar nichts. Los, schnapp dir doch mal die Tante hier. Ja. Geht nicht. Geht nicht.